Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dust in Elysian Tale. Ja, wir sind hier wieder bei Dust. Da ist was für die Bohne. Wo das jetzt, wie wir das gerade machen sollen, weiß ich gerade nicht. Deswegen gehen wir erstmal hier unten lang, würde ich sagen. Das hier ist nämlich recht eindeutig. Und wir kriegen ein paar Hähnchen. Das ist auch immer nice. Lecker Hähnchen. So wie bei Malin damals. Dem hat man nämlich, also Malin ist ein, Malin ist ein Table Tennis Gamer. Malin ist a Table Tennis Gamer. So. Oh yeah. That was fucking knapp. Aber hier haben wir es geschafft. Yeah. War ein Tisch, oder ist ein Tischtennisspieler, aber der ist schon längst aus seiner Blütezeit raus jetzt. Sehr erfolgreicher Chinese. Und dem hat man früher gesagt, ey Malin, wenn du ganz viele Hähnchen essen willst, weil früher war das wohl irgendwie da in China, die haben halt gerne Hähnchen gegessen. Wenn du ganz viele Hähnchen haben willst, dann werd einfach ein erfolgreicher Tischtennisspieler, dann kannst du dir nämlich eine ganze Hähnchenfarm leisten. Und ja. Ob er sich die Hähnchenfarm geleistet hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das, hat man ihn damit als Malin noch klein war, immer motiviert mit den geilen Hähnchen. So, nice. Der wäre auch tot. Easy going, Leute, easy. Also die Typen sind mittlerweile wirklich recht easy, sag ich mal. Aber auch nur, weil Fidget nun so gut ist bei uns. Und wir da noch rechtzeitig die Kurve bekommen haben, beziehungsweise zum Glück hat einer von euch mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir gute Fidget auf jeden Fall noch ordentlich brauchen. Ansonsten wäre das wahrscheinlich jetzt nicht ganz so einfach. Tapp, wie viel Schlüssel haben wir denn eigentlich? 2. Ansonsten, was ist eigentlich das für eine... Nee, wo ist das denn jetzt? Mit Materialien? Nee, Inventar. Nee. Hä? Da. Das hier. Ach, Teleport. Ach, hier. Und das sind die verschiedenen Dinge. Ich habe nur den Wäschekorb, den muss ich mal... Und rotes Moos? WTF? Habe ich die Scheiße nicht schon längst abgegeben? Den muss ich noch abgeben, ne? Nun gut. Wäschekorb müssen wir noch abgeben. Oh mein Gott! WTF? Das ging viel zu schnell gerade. Oh. Scheiße. Habe nicht gesehen. Voll daneben. Das ging ja echt mega schnell. Ich glaube, wenn ich Fidget jetzt nochmal einen hochhauen sollte, dann sind die Typen überhaupt gar keine Sache mehr. Dann ist er ja schneller tot, als ihm lieb ist. Dann ist das ja sogar schon richtig lame. Nee, deswegen mache ich Fidget, glaube ich, auch nicht noch einen hoch. Erstmal nicht. Vielleicht später. So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier hin soll. Ah, guck mal. Das war zum Safen. Unten oben, überall geht's wieder lang. Ich habe wieder keine Ahnung, wo ich zuerst lang gehen soll, weil hier ist... Fuck. Oh mein Gott. Man sieht aber, Leute, guck mal. Wir verlieren zwar immer noch genug, aber relativ wenig im Vergleich zu dem, was wir sonst verloren haben. Ansonsten haben wir wesentlich mehr verloren. Ah, da ist auch die nächste Fahne. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Dampfer. What the fuck? Okay, dann scheine ich wohl doch nicht auf dem richtigen Dampfer zu sein. Das ist ja mal lame. Da kommt man also raus. Naja gut, okay. Dann müssen wir erst unten lang. Hat ja jetzt eindeutig gezeigt, wir müssen erst unten lang. Zack. Oh mein Gott, wo geht's lang? Ah, hier war ich noch nicht. Sehr schön. So. Danke. Und, oh mein Gott. Ah, du fieses Ding, Alter. Willst du mich vergiften oder was? Willst du mir wehtun? Da kannst du mich mal gerne haben. Werd dir schon zeigen, wer dein Meister und Lehrer ist aus vergangenen Tagen. Guckt euch das an. Ah, das hier ist jetzt wieder so eine ganz komische Geschichte.
Weil ich hasse das, wenn die auf verschiedenen Ebenen sind. Ganz im Ernst. Ich mag das nicht. Ich mag nicht diese Monster auf verschiedenen Ebenen. Da geht's wahrscheinlich weiter runter. Ich muss aber noch ein paar Monster hier... Oh, lass mich in Ruhe, Kollege. So, komm her. Hier nochmal. Alter, wie die Kombos einfach hochgehen bei den Viechern, ne? Ich glaube, hinterher ist eine 1000er-Kombo echt nicht mehr so schwer. Habe ich das jetzt mitgenommen? Keine Ahnung. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Nun gut, okay. So, dann wollen wir mal gucken. Ey, wir sind gleich schon wieder ein Level up, ne? Ey, das geht ja mal schnell. Oh mein Gott. Das geht ja mal schnell. So. Einmal hoch, bitte. Ja, ihr seid so Luschen, ne? Guckt euch mal an, ey. Ihr Luschen. Oh mein Gott, was bist du denn für ein Netter? Na? Wollen wir mal auf ein Date? Hä? Hä? Möchtest du mich daten? Möchtest du mich daten? wollt ihr mich vielleicht daten? Muss ich mal daten? Ich glaube, die wollen mich nicht daten, Leute. Was ist da mit denen los, Mann? Ey, die müssen mich doch daten wollen, oder? Jeder will mich daten. Nee. So, jetzt fange ich schon wieder an, Scheiße zu labern. Ich sollte aufhören. So, komm. Einmal weg. Ah, shit. Komm her. Geld. Danke. Was? Ich habe einen neuen Bauplan für einen Ring. Okay. Ah, der ist aber nicht so gut, der Ring. Okay. Dankeschön. Es hat wehgetan. Hä? Wo ist eigentlich... Ich hätte noch mal gerne so ein... Oh mein fucking Gott, Alter. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, ich bin gerade verwirrt. Ah, er ist schon tot. Oh. Oh, oh, oh. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich bin voll am Abkacken gerade irgendwie. Geil. Geiles Bild. So, ich weiß, dass ich ein Level aufgestiegen bin. Ich muss gerade, würde aber gerne erstmal für einen Augenblick gerne klarkommen. So. Erstmal Gegner besiegen jetzt. Boah, Alter, wie heftig das ist. Oder soll ich fidget... Nee, da wollte ich noch nicht. Warte, nochmal hoch. Ich mach das jetzt gleich sofort mit dem Skillpunkte verteilen hier. Oh mein Gott, Alter. Das heißt Skillpunkte halt einfach hier die Dinger verteilen. Ey, da gibt's noch irgendwas. Ich will das haben. Was gibt's da? Ah, Schlüssel. Alles klar. So, dann können wir mal safen. Eiskalt können wir das machen. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Und können ganz kurz auch nochmal... So, jetzt mal überlegen. Auf 70. Auf 800 bietet er mir beim Leben. 800. Und Fidget würde gehen... Auf 136. Ja, ich nehme das Leben, Leute. Ein bisschen in der Gesundheit hoch. Auf jeden Fall. Und dann Verteidigung gleich. Fidget ist... Ne, Fidget ist in Ordnung. Fidget reicht. Fidget reicht. Fürs Erste zumindest. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Wofür brauche ich das? Oh mein Gott. Mein Gott, ist das hier groß. WTF? Was ist hier los, Leute? Da. Dankeschön. Da ist eine Tür. Oh mein Gott. WTF?
What? Nahnotanwesen? WTF? Oh mein Gott! Das... What the fuck, Alter? Ich hab schon verschissen, glaube ich. Das ist wieder so ein Dingen. Ja, natürlich! Diesmal hat man das hier in so ein Dingens reingebaut. Ja, rastet aus. Rastet richtig aus, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott. Hinschen! Sorry. Nein! Hinschen! Ah. Hinschen, Hinschen! Obwohl ich sagen muss, dass diese Geistgeschichte nicht wirklich schwer ist bisher. Ja, jetzt kommt's bestimmt. Ja, da kümmere ich mich lieber später drum. Ja? Hallo? Hä, wie jetzt nix? Was ist das denn für eine Scheiße? Toll! Hier ist nix. Hä? What the fuck? Als Meister Kano heute Morgen sein Büro verließ, habe ich mich zum Aufräumen hineingeschlichen. Schließlich ist das meine Aufgabe. Aber dann sah ich seinen Schreibtisch, bedeckt mit Papieren, die dicht mit Namen beschrieben waren. Ich konnte die Namen unserer Nachbarn sehen, die verschleppt worden waren, und dann auch meinen eigenen Namen. Ich denke, ich schwebe in großer Gefahr, aber ich... Hier endet die Notiz. So, und wir, hier endet auch der Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer. Ciao.